Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir haben bereits die Prolog-Demo gespielt zu Octopath Traveler, ein Spiel für die Switch, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Und Leute, es ist soweit, ich habe mich dazu entschlossen, dazu ein Let's Play zu machen, um tatsächlich, nennen wir es mal so, unseren Sommer einfach mal ein bisschen damit zu verbringen, bis dann die Hits für das Ende des Jahres kommen. NBA, WWE und was weiß denn ich nicht alles. Wir haben dann noch genug Brot vor uns. Aber Octopath Traveler, darum soll es jetzt gehen. Ein Spiel von Square Enix, wie gesagt. Der Prolog hat mir schon so gut gefallen. Und Leute, ich würde sagen, wir machen natürlich ein neues Spiel. Was ist denn hier bei Einstellungen erstmal? Wir gehen erstmal ganz kurz in die Einstellungen, Leute. Aber man kann die Stimme auf Japanisch machen. Ja, das liebe ich ja, ne? Das machen wir auch. Textgeschwindigkeit Standard, Standard. Okay. Natürlich machen wir Audio auf Japanisch, Leute. Und wir machen ein neues Spiel. Wir hatten ja im Prolog mit Eisenberg gespielt. Deshalb werden wir definitiv mit jemand anderem hier anfangen. Sirion. Wer ist er denn? Name ist hier und ein Leben. Vergangenheit ist ein streng geheim, ich kenne Taten. Ja, mir hat der hier von der Optik halt gerade so gut gefallen hier. Sios Gegner studieren und der richtige König, obwohl er bewundert wird, ist ja irgendwie schon besser. Das ist noch nichts, was ich lernen will. Ja, ein Gelehrter. Leute, wir werden mit Sirus anfangen. Und los! Ja! Ich liebe es, Spiele auf Japanisch zu spielen, also die Audioausgabe. Das habe ich bei Ni no Kuni zum Beispiel auch immer gemacht. Oh, das ist so herrlich, Leute. Es geht los. Und so kam es, dass was Atlasdamm vor rund 200 Jahren gegründet hat. Es geht um das Gelehrte wieder. Er ist Lehrer. そんな我が町と同じくらい長い歴史を持つ町が8年前に滅んだ。その町の名前を覚えているかね、テレーズ君。あ、テレーズ、ウェスビデイズ。はい。はい。お、こっち、バイエスですね。シモスナーブレター。学ぶための授業なの。 知らないことは恥ではない。答えは興味を持っている。慌てずに去る。はい。はい。うん、マイヘン。ホルンブルグでしょうか。ホルンブルグ、だ、だ、だ、だ。セーセンベルグ、オーダー。 ホルンブルグは忘れ去られた古代宗教、その司祭であった王族を中心に栄えた。一方、我が町はフラットランドに住む平原民族によって起こされている。当時のフラットランドの部族数は、メアリー殿下、はい、8つの部族がいた。 正解だ。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。8つの部族が長きにわたり争っていた。しかし200年ほど前、グランポートから侵略を受けた。 von große Hude. Es klingt irgendwie wie so ein Vorort von Buxtehude. Du ahnst es nicht. 当時のグランポートは大陸中へその領土を広げようとしていた。 Okay. Wer ist das? 皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。おや、もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。Ja, Unterricht scheint vorbei zu sein, würde ich mal sagen, ne? 教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。おお、テスト。 はい。ご教授、ありがとうございました、先生。
Albright. Also Cyrus Albright heißt er sozusagen. Naja, da wissen wir schon mal Bescheid, Leute. Hi. Okay, eine Botschaft. Zutritt zum Spezialarchiv. Du ahnst es nicht. Subarashi. Wunderbar, endlich kann ich mit meinen Forschungen beginnen. Was will er denn erforschen? Die Bibliothek liegt vor dem Palast. Ich mache mich gleich auf den Weg. Okay, ab in die Bibliothek. Mit dem Radar unten rechts behaltet ihr das Gebiet im Auge und könnt gleichzeitig orientieren. Oh ja, ja. Und wenn ich überlege, wann wir erst Eisenberg steuern konnten. Und hier geht das ja jetzt schon los. Also da staunen. Mir gefällt übrigens der Grafikstil wie die Sau, ne? Mit denen kann ich reden. Vor uns befindet sich der königliche Audienzsaal. Es ist euch nicht gestattet, ihn zu betreten. Okay, hi. Dann machen wir das mal nicht. Da unten sind aber viele Kisten. Mensch, das ist doch mal ein Esszimmer. Da kann man am Sonntag ruhig mal seine Rouladen drin essen. Das ist doch richtig schön. Und wer ist er? Ist das die Königin oder Therese? Therese. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Aha. Professor. Oh Gott, sie hat bestimmt Probleme. Oh Gott, was ist hier los? Ihr seid noch da. Ich dachte, ich hatte euch verpasst. Ja. Was kann ich für euch tun, eure Hoheit? Wenn ihr die Zeit erübrigen könntet, hätte ich eine Frage zu dem heutigen Thema. Oh. Jetzt habe ich das gelernten Stand da. Aber natürlich, eure Hoheit. Es wäre mir ein Vergnügen, euch Antworten zu geben. Jorokonde. Meine Rolle als Tutor ist mir ebenso wichtig wie sämtliche meiner Forschungen. Leider habe ich nicht viel Zeit. Ist es eine Frage, die sich rasch beantworten lässt? Hi. Hi, Professor. Es wird nicht lange dauern. Eines von der alten Religion von Hornburg interessiert mich. Was genau haben Sie angebetet? Sore wa ii shisoun da. Eine sehr scharfsinnige Frage, Eure Hoheit. Ohoho. Nur fürchte ich, dass sämtliche Texte, die sich zu Details dieser Religion äußern, beim Fall von Hornburg verbrannt sind. Das ist natürlich nicht so gut. Verstehe, eine Schande. Ich vertrete allerdings meine eigene Theorie. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Königsfamilie von Hornburg hat eine uralte Macht gehütet. Wohlgemerkt ist dies nicht reine Spekulation. Meine Theorie basiert auf der Tatsache, dass... Was? Wollten sie jetzt nicht sagen? Ich hätte es jetzt auch gern gewusst, ne? Entschuldigt, dass ich euch aufgehalten habe, Professor. Erörtern wir das ein anderes Mal. Arigato. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja. Es wäre mir ein Vergnügen, Eure Hoheit. Dass ihr euch solche Fragen stellt, ist ein Zeichen scharfen und neugierigen Verstandes. Schleimer. Mhm. Eure Vorlesungen zur Geschichte des Reiches faszinieren mich. Okay. Wenn ich unsere Vergangenheit nicht kenne, wie soll ich mein Volk dann in eine leuchtende Zukunft führen? Mary? Oh. Ist natürlich... Oh, eine bewundernswerte Einstellung, Eure Hoheit. Das Volk dieses Landes kann sich glücklich schätzen, von jemandem mit solch Art Weisheit und Güte geführt zu werden. Wie auch ich mich glücklich schätze, meinen kleinen Beitrag dazu leisten zu können. Wie gütig von euch, Professor Albright. Ich bin stolz, eure Studentin zu sein. Oh, Mary, nenn mich doch Cyrus. Otto. Oje, ich bin spät dran. Ja, du sollst eigentlich in die Bibo. Vergesst bitte die Hausaufgaben nicht, eure Albright. Ja, ja, typisch Lehrer. Immer nerven. Selbstredend. Therese sieht irgendwie traurig aus, oder? Oder täuscht das? Oh ja. Ah, hallo Therese. Oder Therese, Entschuldigung. Wolltet ihr mich ebenfalls etwas fragen? Oh Gott, was hat sie denn? Nein, einen schönen Tag noch, Professor. Was hat sie denn? Hm? Was hat sie denn?
Therese? Holde Maid. Was ist denn da los? Ich finde diese Grafik so schön. Ey, nimmt's mir nicht übel. Es ist so schön gemacht. Wer bist denn du? Gleich hinter diesem Tor findet ihr den Palast von Adlaster. Okay, im Osten findet ihr die Königliche Akademie, an der die besten Denker des Reiches ihre Ausbildung erhalten. Okay, okay, dann gehen wir mal dahin. Wer bist denn du? Ach, das war ein Speicherpunkt, ne? Na, dann speichern wir doch gleich mal. Sicher ist sicher. In Ordnung. Wer bist du? Südlich des Tores liegt das Stadtzentrum von Adlaster. Okay, aber wir müssen ja hier erstmal gucken, wer bist du? Russell hat eine ziemlich schwache Konstitution. Ich weiß nicht, warum er solch ein Risiko eingegangen ist. Wieso? Was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Wo sind wir denn hier? Cyrus. Guten Tag, ich heiße Albright. Cyrus Albright. Und ich hoffte, im Spezialarchiv stöbern zu können. Ach, wir sind schon im Archiv. Sehr gut. Hi. Hi, Professor Albright. Ihr scheint so energisch heute. Jo, das bin ich, weil das Let's Play geht los. Ich hörte, es wäre ein gestiftetes Exemplar von der Kirche der Heiligen Flamme. Eine Gesamtdarstellung eingetroffen. Das muss ich einfach als erster Augenschein nehmen. Naruhodo. Ihr seid besser über unseren Bestand informiert als wir Bibliothekare. Wenn ihr euch hier eintragen möget. Ja, wie höflich, ne? Wie höflich. Kritzel, kritzel, kratzel. Mercedes heißt es. Oh, so ein schöner Name. Stimmt etwas nicht? Für jemanden, der als brillantester Geist der Königlichen Akademie gilt, ich wette, der hat eine übelste Sauklaue. Pass auf. Seid ihr, wenn es um Bücher geht, so aufgeregt wie ein Schuljung? Ach, okay, ich dachte schon. So etwas hat noch keiner formuliert. Und doch, wie ein Kind von einem neuen Spielzeug fasziniert ist, so erregt mich die Aussicht auf neues Wissen. Ein bisschen krank, ne? Echt ein krasser Fetisch. Zweifellos, der Ausdruck auf eurem Antlitz spricht Bände. Hi. Hi. Gut, es scheint alles in Ordnung, Ordnung zu haben. Viel Vergnügen bei eurem Streben nach Wissen, Professor. Arigato. Okay. Arigato, das werde ich gewiss haben. Ohohoho. Wir werden uns jetzt Wissen aneignen, was uns etwas aufgeheilt anscheinend. Seltsam. Der Foyant ist nirgends zu finden. Oha, oha, was ist da los? Hat jemand das falsche Regal gestellt? Hier ist er auch nicht. Diese Archive werden strengstens überwacht und gepflegt. Wo mag es nur verschwunden sein? Oha. Wer kommt denn da? Cyrus-san. Professor Albright, der Schulleiter, möchte euch umgehend sprechen. Ach, wir wollten uns doch geiles Wissen aneignen. Ausgerechnet jetzt. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Hi. Und was wäre das? Na, nicht das, was du jetzt denkst, Mercedes. Der Foyant, den ich erwähnte, ist nicht aufzufinden. Könntet ihr ihn für mich suchen? Nicht aufzufinden? Ich werde sofort nach ihm suchen, Professor. Der war... Vielen Dank, Werteste. Ja, da habe ich schon geguckt, Mercedes. Also da war er nicht. Na, ist ja auch egal. Cyrus Albright. Cyrus Albright, gemäß eurer Bitte, Herr. Hi, Ritamae. Okay. Okay. Auf zum Schulleiter. Jetzt gibt's Sänge. Yobitatete sumanai ne. Okay. Oh Gott, was haben wir denn für Abhandlungen gemacht? Das gibt Stress. Der ist richtig sackig, der... Ivan? Ivan? Ist Ivan wichtig? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Zitatrecht. Er hat gegen das Zitatrecht verstoßen, bestimmt. Oh, Leute.
あの資料の価値は認めます。だからこそ、もっと大勢の学者に。そんなことそんなことする必要はない。学院の資料は学院のものだ。Okay, okay, alles klar. Oh, das wird gegen unsere Grundsätze verstoßen, dass wir wollen ja Wissen natürlich teilen mit allen Menschen. Rudoi! Oh. これは何を言っても聞いてくれそうもないな。Oh my god. 学長は知識を勲章か何か自分のみでめでるものだと思っている。知識は独占してこそ価値がある。そういう考えの方なんだ。Da hat er erstmal recht, ne? 申し訳ありません。以後気をつけます。ごよ。Gott, er hat gekuscht, Leute! それだけだ。Aber darf die Veröffentlichung jetzt weiterhin bestehen? Das ist hier die Frage. So, so. Oh, so. Schoko の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。Irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, das ist nicht mehr. Ein bisschen merkwürdig alles. Deva, 失礼します。Na ja, so mach mal das. Heiri Tamai. Was ist jetzt? 失礼します。Ist das? Therese? Ich hab's richtig gedacht, das ist Therese. Hat sie denn? Es geht um Professor Albright, Herr. Nein. Ist sie eine Petze? Wer bist du? Eine alte Frau, königliche Akademie, unser ganzer Stolz. Ob arm, ob reich, alle, die nach Wissen streben, sind hier willkommen. Naja, so ganz richtig ist das ja nun mal nicht, ne? Was ist mit ihm jetzt? Ja, das wissen wir jetzt schon. Also Leute, wir gehen jetzt direkt in die Akademie zurück. Ob Mercedes das Buch gefunden hat? Ah, Professor Albright! Ja. Hattet ihr Glück mit dem Folianten? Sorega. Ich fürchte nicht. Nun, das ist äußerst bedauernswert. Man könnte daraus schließen, dass er gestohlen wurde. Sonne. Professor, diese Dokumente sind ausschließlich zum Nachschlagen gedacht und dürfen nicht mitgenommen werden. Und einen Schlüssel haben nur wenige Vertrauenspersonen. Oh Gott, wir müssen wissen, wer es war. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet hier etwas gestohlen wurde. Ein verschlossenes Gewölbe, ein verschwundener Foyant. Kombiniere. MacGyver ist da. Wir sehen uns mit einem richtigen Rätsel konfrontiert. Oho, sehr gut. Und die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Was für ein Satz. Zumindest ist, glaube ich, dass ich das als Gelehrter. Meint ihr nicht auch? Na, Mercedes? Wenn er gestohlen wurde, würde ich sagen, das ist Aufgabe für die Palastwache. Aber ich sehe schon, ihr werdet nicht locker lassen, bis ihr den Fall geknackt habt. Ah, das kann man wohl sagen, eine Angewohnheit, die ich einfach nicht ablegen kann. Ich schelm. Wenn mir ein Rätsel vorgelegt wird, kann ich nicht ruhen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Nun, da möchte ich natürlich nicht im Wege stehen. Es ist bestimmt hart, ein Genie zu sein. Oh, Mercedes, wem sagst du das, ey? Das habe ich öfter gehört und kann es nicht verleugnen. Keine Sorge, ich stöbere den Folianten im Nu wieder auf. Hi. Vielen Dank und viel Glück bei der Suche. Na klar, Mercedes. Sate. Und das Spiel hat begonnen. Tata! Wo mit der Suche beginnen? Ich sollte wohl Mercedes fragen, wo die Schlüssel zur Bibliothek verwahrt werden. Die Wache am Eingang wird wissen, wer in letzter Zeit regelmäßig in der Bibliothek war, ebenso wie meine gelehrten Kollegen. Dann sollte ich dem Schulleiter vielleicht auch einen Besuch abstatten. Oha.
nutze die einzigartigen Aktionen eines Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden, versucht, vor einem Stadtbewohner Y zu drücken. Cyrus kann via Studieren von Stadtbewohnern neue Erkenntnisse erhalten. Oh, okay, cool. Studieren. Dann wollen wir mal sehen. Aussage. Natürlich habe ich einen Schlüssel zum Archiv und nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe lediglich meinen Augen etwas Ruhe gegönnt, aber selbst wenn ich geschlafen hätte, wer steht ein so wertloses Buch? なるほど. Ah, sehr interessant, sehr interessant. Ich gehe nochmal... Wer bist denn du? Kennen wir uns? Oh. Wie er sich immer umdreht, so... Tada! Wer ist das denn eigentlich? Russell, okay. Außer der Schlüssel zum Archiv, oh, den habe ich nicht. Aber es überrascht mich nicht, dass jemand ein Buch gestohlen hat, so wertvoll wie die sind. Ich habe selbst Spielschulden, kann der Versuchung also nachvollziehen. なるほど. Ach was. Ach was, Russell, du... Ja? Dann wollen wir mal sehen. Nur Schulleiter Ivan und die vor der Tür postierten Wachen verfügen über einen Schlüssel zum Bibliotheksarchiv. なるほど. Aha. Leute, seien wir mal ehrlich. Der Schulleiter rückt für mich ja mal mega ins Kreuzfeuer hier. Also der war's. Wir können ja einfach mal eine Prognose ausstellen. Oder was ist mit Therese? Was ist mit Therese, die alte Eule? Sind das alle Studenten? Hallo, Studenten, Studierende. Die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Hier war doch der Schulleiter drin. Aha. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr wisst wohl, dass ich einen Schlüssel für die Sonderarchive habe und niemals so töricht wäre, sie in die falschen Hände fallen zu lassen. In jedem Fall gab es für mich schon länger keinen Grund mehr, die Bücher zu studieren. Aber es regt ihn ja nun mal auf, dass ich so ein Wissen einfach veröffentliche, ne? Stand da oben gerade? Schluss, yes. Ah, der Staub hat angesetzt. Mit dieser Information sollte ich den Fall lösen können. Wer besitzt den Schlüssel? Na Bede! Na, der Schulleiter und die Wache. So das da. Oh, was ergibt Sinn? Erklär's mir! Allein der Schulleiter und die Wache haben den Schlüssel zum Archiv. Ja... Mit wessen Schlüssel wurde das aufgeschlossen? Auf jeden Fall nicht mit das des Schulleiters, weil da ist ja Staub dran. Also muss es ja die Wache gewesen. Muss ja der von der Wache gewesen sein, ne? Im Büro unter Verschluss des Weiteren hat er Archiv heute nicht betreten. Ja, andererseits hat sich die Wache in letzter Zeit recht verdächtig verhalten und sogar im Dienst geschlafen. Wenn jemand diese Information gehabt hätte, wäre es in diesem ein leichtes gewesen, ihn den Schlüssel abzunehmen. Ja, so sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Moment mal. Wäre es nicht möglich, dass es die Wache selbst war? Na klar wäre das möglich, Cyrus. Ja. Aber Russell. Russell hat ein Motiv. Es muss jemand gewesen sein, der den wahren Wert der Bücher im Archiv kennt. Ja, Russell. Glaub mir. Der Schuldige ist nahezu sicher selbst ein Gelehrter. Ich sag's doch, Russell. Mensch, jetzt nimm doch mal Russell. Ja, genau. Vor allem ein Gelehrter, der erschreckend hohe Spielschulden angehäuft hat. Naja. Ist kein anderer als Russell. Zweifellos, Russell, dieser gerissene Gelehrte. Sehr gut. Ja, ich wage zu behaupten, meine Logik ist narrensicher. Tata! Nun muss ich nur noch Russell finden und ihn zu einem Geständnis bewegen. Die Rätsel der Welt wollen gelöst werden, Leute. Angeblich geht er seinen Forschungen heute unter der Erde nach. Was? Was ist denn da? Ja, da gehen wir dahin. Ja. Es ist wohl an der Zeit, selbst ein wenig Feldforschung zu betreiben. Na so, naja, anders geht's nicht, Cyrus. Ihr wisst nie, welche Gefahren auf euch lauern. Also speichert möglichst häufig. Haltet auch schon nach dieser Säule. Okay, alles klar. Wir speichern jetzt natürlich auch mal. Man weiß ja nie. Na,
In Ordnung. So. Südliche Soros liegt das Stadtzentrum. Kann ich hier runter? Ach, hier sind wir ja schon. Warte, gehen wir mal gucken. Unterirdische Studierzimmer. Gefahrenstufe 1. Oh, jetzt darf bestimmt mal wieder ein bisschen gekämpft werden. Oh, guck mal, wie er eine schöne Lampe hält. Hier sind bestimmt Kisten. Aha! Eine Heiltraube. Sehr schön. Was? Dieb! Wo bist du? Da ist die Kiste. Ein Kampf! Es ist soweit, Leute. Ja, Gegner studieren. Ach, das kann der. Das ist ja natürlich cool. Nutzt die Schwächen eures Feindes, um euch mal in der Schlacht einen Vorteil zu verschaffen. Ja, das kennen wir ja noch aus dem Prolog. Machen wir mal Boost an. Wieso habe ich noch keinen? Ich habe noch keine Axt. Das ist doch alles scheiße. Gut, der setzt schon mal aus eine Runde. Ja, Kampfboost, wir wissen Bescheid. Was hat der denn so für Fähigkeiten? Feuerball? Das hebe ich mir mal auf. Also bei dem Klon sollte das ja so klappen. Was ist denn das überhaupt? Der hat mich gepiekt. Ich bin dran. Hält aber schon wieder lange durch, ne? Eisgranate. Alter, wie er mich hier angreift. Aber jetzt kriegt er mal so eine Gelehrtenfähigkeit. Der hat Eisgranate, ne? Also kriegt er Feuer. Na, bäm, würde ich mal sagen, ne? Mein Gott, Walter. Ey, der besorgt uns ganz schön, Leute, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, Leute. Gibt's halt nochmal einen Feuerball? Na, gucke. Na, gucke. Stufe 2. Jawohl. Wir haben nichts gekriegt. Wir haben nichts gekriegt. Das ist doch alles Pisse hier schon wieder. So, Kisten. Schreikraut. Wofür das wohl ist? Hier ist ohne Kiste. Da komme ich nicht hin. Wir gehen nach rechts. Ah, da oben war was. Da oben war einer. Habt ihr das gesehen, Leute? Schon wieder so ein Klon. Aber diesmal... Diesmal geht's hier nach vorne. Am Anfang kriegt man ja eh die Stufe an Stiegel hinterhergeschmissen. Da können wir auch ruhig unsere Fähigkeitspunkte hier verwenden. Ah, Feuerball! Mein Freund. Oh, Bruch, da müssen wir eigentlich jetzt unseren Booster aktivieren. Gelehrtenfähigkeit, ist das dann auch mal 2? Nee, ist es nicht. Eisgranate, du Mieser. Miesling, Fiesling, da gibt's einen Feuerball. Ins Gesicht, mein Freund. Oh, er hat Bruch. Er hat Bruch, Leute. Boost an. Na, guck jetzt, wie das hier nach vorne geht. Das hier noch. Also bis jetzt hat dieses Spiel so viel Charme für mich. Gehe ich jetzt nach rechts oder wo gehen wir denn jetzt hin? Da ist die Kiste. Also da gehen wir jetzt aber hoch. Warte mal. Was ist denn, wenn ich hier so lang gehe? Kann ich hier lang? Mann! Müssen wir erstmal wieder ein bisschen kämpfen, Leute. Das ist doch überhaupt kein Problem. Aber wir wollen natürlich wissen, was da oben. Ist. Ich bin immer so inner. Bei mir ist der Forscherdrang immer da in so einem Spiel. Und Kämpfe sind ja, die schaden uns ja nicht, ne? Wir leveln uns dadurch, ja. Und wir haben ja noch einiges vor uns in diesem Let's Play, ne? Also es ist wichtig, dass wir besser werden. Ja. Hatte der jetzt eigentlich schon Bruch gehabt? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ja. Gut, danach. Ich hoffe, wir steigen dann im Level. Los. Oh Gott, wir haben keine Fähigkeitspunkte mehr.
Ich will jetzt hier keine Heilkacke benutzen, mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir haben ein Problem. Wir kriegen das alles noch hin, wir kriegen das alles noch hin. Nee, Boost! Na gucke, jetzt wenn wir einen Levelaufstieg haben, dann ist alles wieder geheilt. Jawoll! Objekte wollen sie uns jetzt aber nicht geben, ne? So, was ist denn, wenn ich hier hochgehe? Ach was! Eine anregende Pflaume. Du ahnst es. Yare, yare. Aragoto wa suki dewa nai. Was hat er gesagt? Yare, 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 yare. Sa, doderu. Doderu, doderu, doderu. Jetzt machen wir hier auch schön mehr Schaden. Ist doch alles schigi-niki. Oder sollten wir... Das werden wir da mal aus. Wir werden mal gucken, wenn er Bruch hat. Und werden dann Feuerzauber machen. Vorher hat er jetzt 57 abgezogen. Mal gucken, ob der Bruch halt auch für die Magie... interessant ist. Das kriegen wir jetzt raus. Na, Leute, da wissen wir doch Bescheid, wie wir uns jetzt hier verhalten. Habt ihr das gesehen? Der Bruch ist da. Booster an. Feuerball. Naja. Ging doch ratzfatz. Wollt uns jetzt aber nichts geben, ne? Kommen wir jetzt hier vorbei? Nee, wir müssen den anderen Weg. Ach, zum Glück sind wir hier lang gegangen. Sonst wäre uns doch die anregende Pflaume durch die Lappen gegangen. So. Cirrus, die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Alter! Okay. Na, tu mir nicht weh. Mach mal Boost an und mach mal gleich... Also Feuer ist gegen Knochen doch geil, oder? Oh, ich denke mal, das Eis wird's. Ich denke mal, das Eis wird's. Und ich glaube, hier müssen wir das erste Mal Heilung jetzt machen. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Wir sind nochmal dran. Jetzt kommt der Eiswind, mein Freund. Na, da geht's nach vorne, siehst du? Aber ich wette, wir brauchen jetzt mal eine kleine Heilung hier. Oh, oh. Oh, oh. Objekt. Heiltraube. 60 heilt das bloß. Also verbündet Verstummung. Belebt ihn. FP. Nee, wir müssen die Heiltraube jetzt nehmen. Statt er nicht 50 da? Habe ich mich verlesen? Und wieso haben wir Gift? Er hat noch Bruch. Er hat keinen Bruch, ne? Nee, er braucht 2 Schläge, dann hat er Bruch. Deshalb ist ja dieses Zeichen da drin, ne? Der besorgt uns ganz schön, ne, der alte Eumel. Haben wir mal geschafft. Da müssen jetzt aber ein paar Erfahrungspunkte bei rumspringen. Naja. Kann man sich jetzt drüber streiten, ne? So. Wir gehen weiter. Na, wie kommen wir da runter, ne? Das ist dann die große Frage. Erstmal holen wir uns... Oh. Lichtkraut. Hier geht's nicht lang. Hallo? Wege finden ist noch nicht so einfach. So, also im Schild ist das Ding. Dann hat er jetzt Bruch und der war gegen Feuer. Da kriegt das jetzt natürlich feuermäßig besorgt, der Gute. Na? Angriff! Und wir müssen danach ohne Stufe wieder aufsteigen. Also ist hier eigentlich alles ganz gechillt, Leute. Na gucke. Uns hält niemand auf. Die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. So. Wer bist denn du, Klon, eigentlich? Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Ja! Was hat er denn? Ich nehme hier mal noch ein paar mit. Wie viel Geld habe ich denn? Dann machen wir mal so, dass wir dann 10 haben, ne? Ja, kauftätig. Und speichern. Und Leute, ich gucke auf die Zeit. Ich würde sagen, wir machen hier Cut für diese Ausgabe.
Erwartet in der nächsten Ausgabe, wie wir Russell stellen. Da oben steht da. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Mir macht bis jetzt, also bis jetzt, es war die erste Folge, mir macht dieses Spiel Spaß. Der Prolog war geil. Bis jetzt war es schon wieder geil. Und Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei seid. Bei unserem Let's Play von Octopath Traveler. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.